Gut, also die Immobilienpreise sollten jetzt fallen und ich vermute bald, dass Staunton Island damit relativ bald erledigt sein könnte. Denn wir können uns natürlich nicht beim Kartell blicken lassen. Die Yardies sind auch nicht gut auf uns zu sprechen. Warum auch immer. Die Yakuza dürften jetzt auch nicht mehr sein. Übrigens ist mir aufgefallen, wir haben ja die Telefonaufträge für die Yardies gemacht. Ich dachte ehrlich gesagt immer, wir haben da für eine Frau gearbeitet, aber das war ein Mann. Das habe ich ja erst im Nachhinein mitgekriegt. King Courtney. Und der Brief, der in dieser letzten Mission für die Yardies dort in dem Auto in der Falle deponiert war, der war von Catalina. Irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Ich dachte, die Falle wäre von den Yardies gestellt worden und ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Warum die Yardies dann aber sauer auf uns sind, habe ich auch nicht verstanden. Na gut, was soll's. Weiter geht's. Nächtlicher Fischzug. In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. Immerhin mal nichts mit Rumgeballer. Besorg dir ein Boot und folge dem Flugzeug. Ho! Da meint man's aber eng mit der Zeit, oder? 2 Minuten ist nicht viel. Das Boot war jetzt das gelbe? Oder das rote? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das rote ist das Boot, ne? Hops! Ho! Oh Gott! Dass sich die Autos hier immer so schnell auf die Seite legen müssen, es ist schrecklich. Aber da parkt ja schon jemand für uns, das ist sehr freundlich. Dass er direkt jemand für uns was bereitstellt. Ein neues Vehikel. Muss ich etwa auf die andere Seite rüber? Ich hoffe doch nicht. Na toll. Gibt's denn hier unten irgendein Auto? Auto sage ich schon, ein Boot. Nein. Na Glückwunsch. Aber irgendjemand ballert schon wieder auf uns. Ich glaube, die Mission wird schief gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Aber es ist halt auch wirklich schwierig, wenn man keine Karte hat, herauszufinden, was genau jetzt womit gemeint ist. Gut, es stand am Anfang in den richtigen Farben da, das Ganze. Also man hätte es schon erkennen können irgendwo. Aber man muss auch den Weg finden. Ich kann eigentlich schon wieder zurückfahren, das ist total sinnlos jetzt. Man muss auch den... Oh Gott, ich habe mich total verirrt gerade, sehe ich. Man muss tatsächlich auch den Weg finden, den man nehmen muss. Und das ist manchmal nicht ganz einfach. Scheiße. Also wir müssen über die Callahan Bridge. Das sollte jetzt relativ klar sein. Ist gut zu wissen jetzt. Hätte mir vorher auch schon geholfen, das Wissen. Ja, Mission fehlgeschlagen. Das Flugzeug ist jetzt in Reichweite. Ach so. Ich glaube, das wird nichts mehr. Das, selbst wenn ich da jetzt noch hinfahre, das... Warte mal, da war ich doch vorhin schon. Oh, ich hasse diesen Stadtaufbau in Staunton Island. Ich komme hier nicht klar. Meine Güte. Also, wisst ihr, in Newport, nein, Portland hieß es, da ging das noch. Da gewöhnt man sich so an den Stadtaufbau. Aber hier, nee, überhaupt nicht. Jetzt komme ich echt überhaupt nicht klar mit dem Aufbau der Stadt und ich weiß nicht, das rote war das Boot, ne? Aber es macht doch keinen Sinn mehr jetzt für mich noch dahin zu fahren, oder? Ja, okay, damit hat sich das erledigt. Gut, war zu erwarten. Also wir ziehen die Lehre daraus, sofort über die Callahan Bridge und zum Boot kommen. Man hätte es auch vorher schreiben können, dass das Boot nicht auf Staunton Island ist. Das hätte mir geholfen. So, wir sehen auch, der Weg ist gar nicht so kompliziert zur Callahan Bridge. Wir müssen einfach bloß die Straße hier nach Norden hochfahren. Und ich glaube, dieser Banshee wird mir dabei helfen.
Gut, bringen wir uns in Position. Oh, lass mal den Nebel weg hier, Mensch. Ist ja schrecklich. Gut, und dann Versuch Nummer 2, nachdem der erste im Prinzip ohne auch nur eine Chance zu haben direkt fehlgeschlagen ist. Ja, jetzt sehe ich es auch. Das Rote ist das Boot, das Gelbe ist das Flugzeug. Danke. Also schnell nach Norden. Aber mal ganz ehrlich, ohne eine Karte zu haben, würde man jetzt instinktiv nicht nach Norden fahren, wenn man die Marker sieht, oder? Heilige Scheiße, der Nebel. Das hilft mir jetzt nicht weiter bei dieser Mission. Ich vermute mal bald, das Boot wird an der Stelle geparkt sein, wo auch schon bei der Mission für Ray, als wir das Polizeiboot hatten, das Boot stand. Ja, das sieht genau danach aus. Beziehungsweise, wo Maria auf uns gewartet hatte, als wir Portland verlassen haben. Weg da! Ja, toll. Bin ich hier richtig? Ich glaube schon, ne? So, schauen wir mal. Hier war doch irgendwo die Einfahrt. Oh, es ist so finster hier. Gott verdammt. Ja. Da ist es. Oh. Was? Das ist schief gegangen. Irgendwie. Das Manöver. Aber ist nicht so schlimm. Wir sind ja sowieso da. Den Rest können wir auch zu Fuß zurücklegen. Perpedes ist sowieso viel gesünder. Okay, diesmal sind wir voll in der Zeit. Glaube ich. So. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zum Flugzeug. Hallo. Wo genau muss ich jetzt hier hinfolgen? Ich kann nicht übers Land. Wollte ich nochmal angemerkt haben. Okay, wir machen einfach direkt hinterher, hinter ihm. Da fliegt er schön tief. Auf geht's. Nummer 1. Ich glaube, das wird doch relativ gechillt, oder? Schauen wir mal. Also bislang komme ich gut mit der Mission klar. Gut, wir haben jetzt natürlich 3 Sterne und werden wahrscheinlich gleich beschossen. Aber insofern er sich beeilt mit dem Abwerfen der restlichen Päckchen, sollte das doch ganz gut gehen hier. Ach du Scheiße. Echt jetzt? 6 Sterne? Am Ende? Du hast alle Päckchen, bring sie zu Donald Love. Okay, 5 Sterne, aber trotzdem. Alter, 5 Sterne, ihr habt doch eine Macke. So, wieder zurück nach Staunton Island. Ich glaube, wir legen gleich mal hier an. Ach du Schande. Oh nein. Jetzt muss ich auch noch hier wieder aufs Land springen. Das kann ich ja leiden. Gut, das wird witzig. Kleine Verfolgungsjagd mit 5 Sternen. Das FBI macht sich schon bereit und scharrt schon mit den Hufen. Der Yakuza-Wagen ist schnell, das gebe ich zu, aber der explodiert auch schnell. Das haben wir schon mehrfach festgestellt. Na dann. Auf geht's. Ich bin bereit, mehr oder weniger. Chase me. Aber nicht so schnell. Nicht so penetrant, nein. Also ihr dürft mich jagen, aber doch nicht so. Okay, das hat gut funktioniert. Wir müssten da mal irgendwie rechts abbiegen. So, bislang sind wir gut dabei. Ja, 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 ja. Lasst mich mal hier. Darf ich mal? Danke. Gut, jetzt sind wir auf der richtigen Straße schon mal. Jetzt müssen wir bloß nachher reinkommen, ohne umgebracht zu werden. Und dann sind alle FBI-Leute weg. Natürlich. Mission erledigt. $10.000 für uns. Warum auch immer das FBI sich plötzlich nicht mehr für uns interessieren sollte. Ich habe keine Ahnung. Okay, es geht weiter für Mr. Love. Und Ray ist auch wieder auf dem Plan aufgetaucht. Aber ich würde sagen, da wir sowieso schon hier sind,
machen wir auch gleich hier weiter. Ich bin ganz froh, dass die Verfolgungsjagd mit dem FBI doch relativ schnell und glimpflich über die Bühne ging. Der Flughafen-Coup. Thank you for retrieving those packages, but they were only a decoy. Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the port authorities seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. Oho! 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 Wir kommen auf die dritte Insel! Denn der Francis International Airport ist nicht hier auf Staunton Island. Es wird Zeit, diese Insel zu verlassen. Okay, wir haben dann noch die Mission für Ray, aber unser Hauptgeschehen wird sich dann wohl zukünftig von dieser Insel wegverlagern. Da drüben sehen wir ihn schon, den Flughafen. Und diese Brücke wird unser Ziel sein jetzt. So, wir müssen bloß mal schauen, wo hier der Aufgang ist. Denn ich habe das so in Erinnerung, dass hier so eine seltsame, ja genau, so eine kreisförmige Auffahrt hochgeht. Aber wir sind genau auf der richtigen Straße. Ich hab's schon, so kann ich mich noch so dran erinnern, hab's schon geschafft, hier zu scheitern. Weil ich es einfach nicht hingekriegt habe, die Auffahrt ordentlich zu nehmen. Ist das eine Zugbrücke? Oh ja, ist es! Ich hab's gerade noch gesehen. Und zwar eine sehr schnell hochziehende Zugbrücke. Okay, wir haben die letzte Insel erreicht. Wir sind auf dem Francis International Airport angekommen. Und das heißt, wir sind auf das letzte Drittel des Spiels eingebogen. Es ist eben nicht sehr lang. Guten Tag, darf ich durch? Hallo? Ich mach da einfach mal die Schranke weg. Die hat mich ganz schön eingeklemmt. Okay, und dann schauen wir mal, was wir jetzt genau mit dem Flugzeug machen sollen. Ich hoffe nicht damit durch die Gegend fahren, denn soweit ich das in Erinnerung habe, kann man in GTA 3 noch nicht wirklich fliegen. Das kolumbianische Kartell ist da. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Okay, dann schauen wir doch mal. Macht das Sinn, da drauf zu schießen? Oh. Mann, was ist denn das für ein Gezitter hier? Ich krieg's gerade nicht hin, vernünftig zu zielen, sorry. Okay. Bewegen die sich? Nein. Komm schon, das muss da explodieren können. Nein, es explodiert nicht. Komm raus! What the fuck? Könnt ihr es mir erklären, was genau gerade geschehen ist? Also, ich hätte ihn doch eigentlich treffen müssen, oder? Keine Ahnung. Kommt zu dem Fernsprecher. In Wichita Gardens. Okay, es gibt Arbeit, ganz wundervoll. Ja, also wir sind jetzt auf der letzten Insel angekommen, aber wir haben unsere Mission irgendwie nicht geschafft. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie wir das jetzt genau erledigen sollen wird. Ich muss sagen, Feuergefechte in GTA 3 sind immer noch ein ziemlicher Krampf. Also das funktioniert einfach nicht so gut wie in den Teilen danach. Da hat man dann doch noch ein ganzes Stück dran rumgeschraubt und es besser gemacht. Und wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir wieder rüberkommen. Gut, das scheint die Brückenauffahrt zu sein. Das ist wunderschön. Vielleicht sollte ich vorher aber noch irgendwie wieder an Munition kommen. Das wäre vermutlich nicht ganz schlecht. Wobei ich natürlich auch die gute alte "Ich fahre mit dem Auto rein" Taktik probieren könnte. Weiß bloß nicht, ob das so erfolgreich sein wird. Oder wir machen erstmal für Ray weiter. Wie wäre es damit? Huch. Ja, wir machen erstmal für Ray weiter. Scheiß auf den Landstalker hier. Wir sind sehr gut gelandet. Okay, schauen wir mal. Was Ray für uns hat, die Sache für Mr. Love muss dann erstmal warten.